liebe Spielstadtkinder. Wir sind die Alina und die Sarah. Und wir lieben ja Blumen. Und um den Blütenzauber im Sommer einfangen zu können, haben wir uns überlegt, wir bauen mit Holz eine Blumenpresse. Um eine Blumenpresse zu bauen, braucht ihr zwei Bretter. Wir haben 15 x 15 cm genommen. Ihr könnt sie auch größer machen, wenn ihr eine größere Presse wollt. 6 Kartons, die man aus dem Altpapier fischen kann. 4 Schlossschrauben, 4 Flügelmuttern, 4 Unterlegscheiben, ein Stift zum Anzeichnen und ein bisschen Schleifpapier. So, als nächstes muss gebohrt werden. Wir haben 3 Bretter aufeinander gelegt, damit es nicht so ausfranst an den Seiten. Vielleicht kann euch ja der Papa oder jemand helfen. Und genau, dann können die Löcher und die Kanten von den Brettern mit Schleifpapier abgeschleift werden. Die Löcher für die obere Platte schrauben wir noch ein bisschen größer, damit die Schlossschrauben am Ende gut durchpassen. So, als nächstes schneide ich die Kartonblätter zurecht. Jetzt haben wir alle Kartons zurechtgeschnitten. Wir starten jetzt einfach mal einige. Wir müssen gleich mal schauen, wie viele da reinpassen. Die legen wir schön genau da drüber. So. Und damit wir nachher die Schrauben durchmachen können, nehme ich mal so eine spitze Schere und markiere mir mal die Löcher. Und jetzt werde ich in jeden Karton noch Löcher reinmachen. Wenn dann in den Pappkartons auch Löcher drin sind, dann können wir mal die Schlossschrauben durch die Löcher stecken. Sieht ja durchpassen. Und dann versuchen wir mal, das hier durchzustecken. Die Blüten rein. Das teste ich aber nachher erst, wenn sie fertig ist. Da die Schlossschrauben da oben noch ein bisschen rausschauen, holen wir uns noch einen Hammer. Da brauchen wir noch ein bisschen eine Unterlage und dann hämmern wir das dann. Die Schlossschrauben sind drin, die Pappe auch. Ich habe jetzt nur 4 genommen. Jetzt kann ich das da oben drauf machen. Dann kommen die Unterlegscheiben. So. Alles ist befestigt. Und ganz zum Schluss ist sie so weit erstmal fertig. Die Oberfläche kann jetzt gestaltet werden. Wir könnten dort schon mal gepresste Blumen draufkleben. Man kann stempeln, man kann es bemalen. Am besten wird man dann mit Fixierspray oder mit Klarlack das Ganze noch besprühen, damit es dann auch hebt und über Nacht trocknen lassen. Wir sind gespannt, vielleicht schickt ihr uns ja Fotos, wie eure Blumenpressen aussehen. Und ja, wir zeigen euch dann auch noch unser Ergebnis. Ich habe mir für die Gestaltung von meiner Blumenpresse überlegt, dass ich unser Schleifpapier als Schablone benutze und da gelbe Farbe drüber sprühe. Und Sarah bemalt ihre
Blumenpresse mit Acrylfarben. Dann nehme ich zur Dekoration noch getrocknete Blüten und klebe die mit meiner Heißklebepistole fest. Zum Schluss habe ich mir noch zwei Stempel ausgesucht. Und dann mache ich mit dem Stempelkissen noch zwei Stempel drauf. Und fertig ist unsere Blumenpresse.